Salvete discipuli. Hier ist Juno und heute möchte ich euch den Konjunktiv, genauer gesagt den Konjunktiv Perfekt Passiv, vorstellen. Als Vorwissen solltet ihr bereits die Konjugation der Verben kennen. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Konjugationen, also die A-Konjugation mit laudare, die E-Konjugation mit monere, die I-Konjugation wie bei audire, die konsonantische bei mittere und zuletzt die Kurz-I-Konjugation wie bei capere zu kennen. Außerdem solltet ihr alle drei Stammformen, die ein Verbum haben kann, kennen. Also zum Beispiel bei laudare die erste Person Präsens laudo, dann die erste Person Perfekt laudavi und das PPP laudatum. Ich möchte mein Video wie folgt gliedern. Zuerst werde ich die Frage klären, wie wird der Konjunktiv Perfekt Passiv gebildet? In Punkt 2 folgt dann die Übersetzung des Konjunktiv Perfekt Passiv. Als nächstes stelle ich euch einige Beispiele vor. In Punkt 4 werden wir einige Formen in den Konjunktiv Perfekt Passiv umformen. Zuletzt steht dann eine kurze Zusammenfassung. Wir beginnen also mit der Frage, wie wird der Konjunktiv Perfekt Passiv gebildet? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com